Chor. So. Die meisten Unfälle passieren bei euch, bei euren Lieben, euch selbst. Ihr müsst dann handlungsfähig sein. Wie funktioniert eigentlich so ein Tourniquet? Ich möchte heute hier jetzt aber auch noch ein bisschen was Kleines Praktisches zeigen. Da geht es einfach nur um die kleinen Bagatellverletzungen. Wie verwende ich das sogenannte Pflaster, aber eigentlich ja Wundschnellverband. Es gibt sie in zugeschnittenen Formen. Ich finde es immer gut, wenn man so eine Streifen mit hat, fast 10 cm lang, angenehm breit. Die kann man sich zuschneiden, wie man möchte. Das, was ihr alle schon mal im Erste-Hilfe-Lehrgang irgendwann gemacht habt, hoffe ich, den sogenannten Fingerkuppenverband. Da werden ja einfach nur zwei Dreiecke aus dem Wundschnellverband rausgenommen. Dann hat man ja seinen Finger, wo man sich reingeschnitten hat. Meistens ja Gemüse schneiden, dies, das, jenes. Fingerkuppe kommt oft vor. Fingerkuppe reinlegen. Auf zwei Seiten befestigen. Überklappen. Festkleben. Und euer Finger ist schön eingebaut. Da kann jetzt aber immer noch ein bisschen Bewegung reinkommen. Dann wäre ich wieder bei dem selbstverschweißenden Band. Kohäsivbinde. Kann man noch mal schön den Finger fixieren. Ich werde immer gefragt, wenn die Kinder sich aufgeratscht haben und die Wunde ist ein kleines bisschen länger und ist an bewegten Körperteilen. Ellbogen zum Beispiel geht ja schnell. Und wir wissen aus der Erste Hilfe, wenn wir für die Kinder was drauf machen, ist die Wunde schneller vergessen. Zwei große Klebestellen auf flexiblen Flächen kleben natürlich nicht so gut. Da kann man ganz einfach mehrere Dreiecke rausschneiden. Und wenn man die dann aufklebt, dann kann der Ellbogen auch ein wenig Bewegung machen. Das Knie kann ein wenig Bewegung machen. Hält wesentlich besser. Insgesamt, egal was ihr macht, ist es immer so, auch bei großen Pflasterstücken, schneidet sie ruhig noch einmal längs ein. Denn vier Klebestellen haften besser als zwei große Klebestellen. Das ist generell gut zu wissen. Dann gibt es ja die, die sich relativ tief in den Finger schneiden und nicht auch gleich raus wollen aus dem Wald. Und was dann tun? Es gibt sogenannte Wundnahtstreifen. Auch im Low-Budget-Bereich zu kaufen. Die Handhabung sollte man vorher einmal geübt haben. Aber es ist auch noch eine schöne Sache, um eine Wunde sinnvoll zu verschließen. Nachdem wir sie desinfiziert, gereinigt haben, die Wundumgebung sauber ist, kann man damit auch noch mal was machen. Das machen wir natürlich noch mal in einem exklusiven Video, damit man es richtig gut sieht. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das Thema Handschuh. Es gibt so kleine Zippertüten, da passen immer gut zwei Paar rein. Die kann man sich gut in die Hosentasche packen. Es ist immer gut, dass die Handschuhe nicht so wie hier rumliegen, dreckig werden, sondern ihr wollt ja keinen Dreck in die Wunde beim Verletzten bringen und ihr wollt euch ja auch nicht irgendwas holen, deswegen packt die Handschuhe ruhig immer schön ein. Überraschungseier übrigens gehen auch, da passt auch einmal Handschuhe wunderbar rein, kann man sich in die Hosentasche packen, sind vor Staub und Dreck geschützt. Für die, die nochmal richtig wandern gehen und dergleichen und es warm haben wollen, habe ich ganz oft schon gesehen bei vielen Treffen, eine Rettungsdecke, in die ich komplett reinschlüpfen kann, die wie so ein Schlafsack ist. Auch da gibt es ein paar lustige Videos zu. Und die gibt es auch als Notzelt. Aber es ist auch noch mal eine schöne Alternative, wenn es mal richtig dumm regnet und ich denjenigen aus dem Wald raustragen muss. Zecken. Noch mal kurz. Es gibt auch Zeckensets günstig zu kaufen. Da ist alles drin, was man braucht. Von der Zange über ein bisschen Desinfektionsmittel, eine Tüte für die alten Zecken. Solche kleine Anschaffungen lohnen sich tatsächlich. Und natürlich weiß jeder Bushcrafter, Survivalist, der draußen unterwegs ist, was ist denn, wenn es mal richtig fies blutet? Wenn der Schnitt nicht nur im Finger ist, sondern tatsächlich mal ein bisschen größer, weil man sich Handflächen aufgeschnitten hat oder dummerweise in den Arm, muss man ja irgendwas sinnvoll machen. Jeder von uns hat im Erste-Hilfe-Lehrgang gelernt, wie man einen Druckverband macht. Aus dem normalen Verbandpäckchen, eine Auflage, schön stramm machen, dass Druck auf die Wunde kommt. Wenn man alleine ist, ein bisschen schwierig zu machen. Dafür gibt es Hilfsmittel für stärkere Blutung.
Man kennt sie ganz oft unter dem Namen Israeli-Bandage. Für stark blutende Wunden, um da einen vernünftigen Druckverband zu machen, ist das eine super Geschichte. Die ist auch steril eingeschweißt. Die hat eine Wundauflage. Die kann man sich selber anbringen. Die Wunde kurz umpacken. Und dann kann man hier nämlich wunderschön durchgehen, das zurückziehen und Druck wieder aufbringen auf die Wundstelle und so einen zusätzlichen Druckverband schaffen. Und jeder kennt das Problem am Ende, ne? Wie soll ich es festmachen? So ein Hakenmechanismus bei, den kann man dann einklipsen und dann hält das. Druckverband für sich alleine eine sinnvolle Sache, oder wenn das Beil mal entglitten ist, was wir nie hoffen, was passiert, gibt's die. Gibt's in klein, gibt's ein bisschen größer, und wenn mal gar nichts geht und die Verletzungen zu groß sind, gibt es auch schon tolle Lehrvideos drüber, tolle Webinare, die man mitmachen kann. Wie funktioniert eigentlich so ein Tourniquet, ein Abbindesystem? Früher in Erste-Hilfe-Lehrgängen gab es dann noch, wir drücken ab, wir schnüren ab mit dem Gürtel und dergleichen. Macht man heutzutage selten. Dafür gibt es dann den Tourniquet. Haben auch viele Bushcrafter, Outdoorer gerne dabei. Der hier ist in Quietschfarben, damit man ihn A wiederfindet. Und bei uns sind alle orangen alten, die keinen Aufdruck haben, sind die zum Üben. Deswegen ist er auch schon mehrfach benutzt und gebraucht und liegt hier rum. Das wäre ein ganz besonderes Erklärvideo. Da würde ich an den Experten verweisen, der das mal mit euch macht. Besucht einen Lehrgang. Und da wären wir wieder beim Thema. Videos gucken kann von uns doch jeder, weil wir viel Langeweile haben. Aber ein Erste-Hilfe-Lehrgang sollte Minimum alle 2 Jahre wiederholt werden. Die meisten Unfälle passieren bei euch, bei euren Lieben, euch selbst. Ihr müsst dann handlungsfähig sein. Macht diesen Lehrgang. Erweiterte Erste-Hilfe, Tourniquet, stark blutende Wunden. Dafür gibt es wunderschöne Kurse, auch hier in Schleswig-Holstein, von diversen Anbietern. Wenn euch das Thema interessiert und ihr wirklich viel rausgeht, macht einen Vorbereitungskurs. Der schadet euch tatsächlich nie. Mir hat er auch nicht geschadet. Gibt natürlich Tourniquets auch in netten Taschen. Hier einmal in schwarz, so wie wir ihn auch im Dienst mit haben. Vernünftig verpackt, immer am Mann, um stark blutende Wunden schnellstmöglich zu versorgen. Ich muss mich jetzt mal abtüdeln. Wir machen noch mal einen kleinen Cut. Bei mir schläft die Hand ein, weil der Druckverband sitzt. Nun sprachen wir ja über individuell packe ich mir meine Ausrüstung zusammen. Natürlich packt ihr auch die Medikamente ein, die ihr vielleicht unterwegs braucht. Eine Schmerztablette kann sehr hilfreich sein. Magnesiumpulver zum Auflösen, zum Trinken, wenn man viel am Wandern war, viel geschwitzt hat, damit man keine Krämpfe kriegt in den Waden, so wie mir das regelmäßig passiert eigentlich beim Kanufahren. Also ich muss mir mal Magnesium zuführen, sonst habe ich ein bisschen Probleme in der Wade. Wenn ich mit vielen Kindern unterwegs bin, kann es auch dann die Wund- und Heilsalbe sein. Ich kann auch mal was mithaben für Verstauchung im Sommer. Gehört natürlich zum individuellen Erste-Hilfe-Set zusätzlich, weil andere es nicht mithaben, auch die Sonnencreme. Heute ist auch wieder so ein tolles Wetter, die Sonne scheint. Und auch bei den kalten Temperaturen um die 10 Grad, die wir noch haben, wer richtig lange gut in der Sonne sitzt, der wird schon merken, was Sonne kann. Das packt ihr euch natürlich noch zusätzlich mit rein. Die Frauen denken an ihre besonderen Medikamente, Kopfschmerztabletten, das, was man so ab kann, was Sinnvolles, Verträgliches. Habt Kinder mit, denkt bitte immer dran, kindgerechte Medikamente einzupacken. Und wer natürlich sowieso Allergien, dies, das, jenes hat, hat immer alles dabei, packt das in seinen Sack und bespricht das natürlich vorher auch mit seinen Mitreisenden. Du, wenn mir was passiert, weil ich ein bisschen Asthma habe, dies, das, jenes, in meiner Tasche sind meine Notfallmedikamente, ich bin Allergiker, ich darf nichts mit Nüssen, es gibt so viel, sprecht es in eurer Gruppe ab, bevor ihr losgeht. Aber auf Krankheitsbilder und andere schöne Sachen, wenn ihr Bock habt, mache ich gerne nochmal mit Pete zusätzliche Videos zu diesem Thema. Ich sage diesmal für die kurze Erste Hilfe Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, und wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, euer Mike. So, ja,
Wenn die Outtakes irgendwann kommen, Leute, dann habt ihr jetzt erfahren, dass ich das alles ohne Schuhe mache. Das bei den nassen, feuchten Boden. Ja. Sonst kann ich das nicht. Ich bin noch ein bisschen zu dick dafür. Ich bin halt ehrlich. So, Rückwärtshalter ohne Aufwärmen. Du bist ja Sani, ne? Du kannst mich ja wieder beleben, wenn ich das Genick gebrochen habe. Selbstverständlich. Gut. So. Willst du mir kurz noch das Grundstück übertragen, weil dann würde ich dich vergraben, dann wäre das meins. So. Schön Outtakes. Ich mache ihn nochmal. Der erste ist immer so. Da habe ich zu früh aufgemacht. Das ist immer die Angst. Der Angstsalto. Der erste ist immer der Angstsalto. So. Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video.